Und wieder einmal herzlich willkommen bei den Sims, bei unserer netten WG. Erstmal wieder aufgeräumt werden muss. Ich weiß nicht, oder macht das jetzt noch weiter? Ja, irgendwie stand das da jetzt gerade am Boden. Na egal, kennt man ja. Hunger, war aber eigentlich schon richtig. Ich glaube, Abendessen servieren. Wie wäre es mit einem Herbstsalat? Den macht man zwar nicht so, wie es da war. Aber Hauptsache, es gibt gleich mal was Schönes zu essen. Oh ja, Sende an den romantisches Rendezvous. Das ist doch genau seins. Romantisches Rendezvous. Das ist heute noch Film, ne? Schwarz-weiß. Schön geschrieben. Ich möchte schlafen. Oh, da kommt eine Idee. Wie wäre es denn, wenn man. Ja, na und so. Was ist er so durcheinander? Weil er auf dem falschen Bein zuerst aufgestanden ist, ne? Na oh, gut, gibt Schlimmeres, ja. Was ist hier noch für Gelegenheiten? Achso, klar, die muss das dann abschließen mit dem Lesen. So, Leute. Ja, bitte was zu essen, ne? Okay, ich habe gesehen, er, genau, ja, er musste danach noch duschen. Und er sollte eigentlich reden üben. Und dann danach könnte er endlich alle schlafen gehen. Ist mal gerade 19 Uhr, also 20 Uhr fast. Denkt ihr denn, wie früh ihr ins Bett gehen sollt hier? Oh, ist mir voll müde, ne? Und das ist ja lecker aus, voll der schöne Salat hier. Ciao, Leute, ich geh pennen. Ja. Lasst euch alles da stehen, lasst ihr alles dreckig. Ist ja völlig egal. Mal gucken. Ja, dann musst du halt danach alles säubern und die Reste wegstellen. Und natürlich auch aufräumen, wenn es nicht eh macht. Er hier ist ja doch eigentlich ein sehr ordentlicher Herr. Es bleibt zwischendurch irgendwie hängen, ne? Ich finde das schon wieder an, dass es zwischendurch hängen bleibt, einfach. Naja. An den Frames liegt es eigentlich nicht. Die sind grundsätzlich irgendwo weit über 90, zumindest laut der Anzeige hier oben links. Ich glaube, ich hau mich hin heute. Fährt mal ein Dickerchen, ne? Erstmal alle Nickerchen, dann kann man ja nachher wahrscheinlich nochmal aufstehen. Im Ernst, 21:15 Uhr. Sie jetzt Leute, kann ich schon wieder aufstehen und duschen. Und dann nochmal irgendwas Nettes am Computer spielen, bevor sie sich dann endgültig schlafen legt. Gruppe mit Vortex gründen. Ja, könnte man mal tun, allerdings kann man auch sein lassen. Wer von euch beiden schnarcht denn hier so? Ist das er hier? Ach klar, die schnarchen natürlich beide. Logisch. Wir sind ja auch Männer. Richtige Männer schnarchen nun mal. Oder?
Danach. Machen wir das Ganze nämlich mal so. Dann kannst du machen. Oh, es ist Football. Touchdown! Oh nein! Da fehlen noch ein paar Yards. Na, macht man nichts, Leute, macht man nichts bei sowas. Lassen wir ihn nochmal kurz wach werden. Er geht dann naja nochmal eben dann aufs Klo, dann kann er dann auch richtig durchschlafen schon mal. Bleibt das hier die ganze Zeit hängen. Ich sollte auf Sims 4 umsteigen. Müsste jetzt erst wieder ausmachen und den ganzen Cash Ordner irgendwie leeren. Dann soll es besser gehen, oder dann geht's besser. Für eine kurze Zeit aber auch nur. Ich habe nur zwei Add-ons installiert. Oh, diesmal? Ah. Ja doch, ist neuer First. Sehr schön. Wir machen das jetzt in dieser Folge nicht. Lass die Folge jetzt einfach so durchlaufen. Vom nächsten Mal leere ich wieder den Cash, aber diesmal habe leider gerade nicht so viel Zeit. Ich nehme so zwischendurch auf. Und wenn ich das jetzt gemacht habe, wenn wir neu gestartet. Nee. Muss uns halt ein bisschen mit abfinden, ne? Ist halt schade, aber kann ich auch nicht ändern. Ich muss gar nicht mehr duschen. Wieso habe ich denn gedacht, sie müsste duschen? Die war doch eben erst. Ach, das lässt sich säubern, ne? Das ist Dusche säubern. Jetzt, natürlich. Dann muss ich das natürlich doch noch machen, aber nicht mehr heute um 23.30 Uhr. Da reicht aufwischen. Oh, ich bin so müde. Ich glaube, ich schlafe einfach auf dem Stuhl ein. Ja, mach das von mir aus. Aber erst wird hier weggewischt. Das ist ein Bücherregal ohne Bücher, ne? Weil hier ist sowas drin. Hier sind doch vier Bücher. Warum stehen die denn dann da nicht im Regal rum? Fragen über Fragen. Na egal. Ist ein Bücherregal, wo keine Bücher drin rumstehen. Warum eigentlich nicht? So, jetzt schlafen die erstmal. Kann die Ansicht mal auf ganz weit. Dort unten schlafen sie alle drei. Neben diesem hier, wo ich anfangs auch dachte, irgendwie, es wäre ein Kraftwerk, bis ich dann gesehen habe, dass es irgendwie ein funkelnder Sand, irgendwie so ein Freizeitding ist. Weil ich finde, das sieht aus wie ein Turm vom Kernkraftwerk oder so. Vielleicht war es ja auch mal und das heißt deshalb auch funkelnder Sand. Weil alles so schön verstrahlt ist. Kann natürlich auch sein. Genau, wann müssen ja nicht alle zur Arbeit? 8 Uhr, 9 Uhr. Und er glaube ich auch um 9 Uhr, ne, der Vortex. Ich glaube hier, Vortex und, ach, Vortex ist ja um 9 Uhr. Vortex und Dürhans müssen aber glaube ich immer zur gleichen Zeit los. Und nur sie, oder RCS, unser Klaus Bärbel, genau, eine Stunde früher. Nebenbei, da hat doch jetzt jemand sauber gemacht, oder nicht? Ist ja gar nichts geworden. Das ist mal ernsthaft hier, ne? Dann säuberst du bitte mal. Mann. Sagt man dem Säubern und nichts passiert, ey.
Genau, danach dann die Toilette benutzen. Achso, du musst mich schon mal aufstellen, ne? So, er kann dann danach einfach sich was essen und kann dann los. Er hat ja noch nicht viel oder nicht wirklich irgendwelche Bedürfnisse. Also kann Dürans einfach mal ausschlafen. Jetzt wollte ich gar nicht das oben wegklicken, ist schon wieder hängen geblieben, ey. Ach nee. Ich glaube gar nicht, wie schlimm das ist, ne? Vor allem ist es halt irgendwie auch für mich selber, weil ich meine, ich will ja eine gute Folge hier abliefern. Wenn die da dann immer hängen bleibt, ist das nicht nur schade für euch. Ja. Weiter kochen und du machst das später. Also es ist nicht nur schlimm für euch, weil ihr immer diese Hänge habt, es ist auch schlimm für mich, weil ich natürlich eine perfekte Folge hier abliefern möchte. Und es einfach nichts wird. Und ich das Spiel jedes Mal, glaube ich, erst irgendwie zwei, dreimal neu starten muss, zu gucken, ob es funktioniert. Dann ja den Cache lernen und so weiter und so fort. Das ist ja... Ich glaube, ich steige schon um auf Sims 4. Ist ja nicht ganz so detailreich. War also nicht ganz so tiefgründig im Moment. Ne, weil da vieles rausgelassen wurde auch. Und vor allem mit den ganzen Ladebildschirmen, die nerven halt total. Aber dafür läuft es flüssig. Weil es ist ja... Na, egal. Müsst ihr euch dann vorstellen, so sieht das aus, wenn das Ganze ein etwas animiertes Foto wäre. Wo sich nur das Wasser bewegt und... Oh. Ja. Nimm einfach, ruf einfach einen Handwerker an. Das ist, glaube ich, besser, anstatt sich da jetzt so aufzuregen. Aufregen bringt ja eh nichts. Aufregen bringt es, habe ich gesagt! Also ja, noch im Klo, duschen muss er noch. Tja, allerdings werde ich auch die Folge gleich erstmal wieder beenden. Nicht nur, dass die Zeit schon wieder fast vorbei ist, die ich nur habe heute zum Aufnehmen. Einfach, weil es mir auf den Nerven geht. Das war knapp, ne? Ich wollte fast auf den Sack sagen. Aber es geht mir auf den Nerven hier. Oh, Underby. Na, aber erstmal noch was essen hier, ne? Braucht ja echt, braucht die 2 Stunden für einen Pfannkuchen? Was ist mit der los? Oder mit ihm oder mit S? Bei Karl. Ne, bei, wie hieß der nochmal? Scheiße, jetzt habe ich gerade. Bei Klaus Bärbel. So um was. Ich wollte erst einen anderen Namen nehmen. Weil Klaus Bärbel ist ja immer so eine Sache, ist Mann oder Frau. Man weiß nicht so genau. Sie weiß auch selber nicht. Also, so an sich ein bisschen eher Frau. Also Kopf mehr so Mann, der Rest eher Frau. So, von den. Ja, und du? Ist er auch wach geworden, legt sich hin und liest was. Weißt du was? Snack essen geht schneller. Oh, und es nervt so dermaßen, dass das hängen bleibt. Nervt so dermaßen, dass dieser Spiel immer aufhängt. Und ich habe mal nachgeguckt, wenn wir jetzt mal, ich habe das auf einer anderen Welt mal eben laufen lassen. Dann blieb das auch hängen. Und ich habe mir am anderen Bildschirm parallel alle möglichen Infos aufgemacht, so über RAM und alles was und die Auslastung. Der ist nicht ausgelastet, volle Kanne. Also der hat noch Platz, der ist mal gerade 30% ausgelastet vielleicht. Toll, und trotzdem bleibt das Spiel eng. Das ist was, was mich aufregt. Naja. Ich würde ihn jetzt gerne erst noch duschen lassen. Duschen, schicken, das wollte ich eigentlich sagen. Und... Jawohl, da ist es. Extrem schwimmen? Nein, du sollst duschen, Junge.
Extrem duschen bis extrem sauber. Geh gleich duschen und du. Oh, ein Brot essen, ne? Ist der Mund, du. Ist das bloß nicht du nehmen. Und so. Also Leute, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge Sims 3. Hier bei unserer WG. Ich habe eben die laute Musik abgewartet, die zwischen auf meinen Kopfhörern gerade extrem laut war. Und der ist schon wieder vorbei. So Leute, ich verabschiede mich jetzt einfach aus dieser Folge und sage bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, ob bei Sims 3 oder ob ich einfach mal die Sims 4 starte. Das ist ehrlich gesagt manchmal hier nicht so schön, wenn man immer nur wartet. Also, Leute, bis dann bei der WG, euer Norderon.